So Leute, ich habe meinen Lieblings-Tanktop angezogen. Ah, das sieht doch einfach gut aus jetzt, ja? Extra dafür, um euch zu erzählen, wie man sich einen Trainingsplan selbst erstellt, ja? Die Thematik müssen wir vom Tisch bekommen, Leute. Ich hab nämlich am Tag 50 Fragen nach Trainingsplan und ich versuche euch so viel Content zu geben, wie es geht, ja? Weil die Fragen, die müssen sich reduzieren. Ich pack das nicht mehr, ich komme da nicht mehr hinterher. Aber das Tanktop sieht doch gut aus, ja, das freut mich. Auf jeden Fall ist es so, Leute. Ihr könnt zum einen natürlich schon meinen Trainingsplan auf Facebook anklicken. Ich habe schon wieder neue Trainingsplan-Videos gemacht. Und jetzt erzähle ich euch, wie man sich selber einen Trainingsplan erstellt, ja. Das heißt also, da wirst du mir keine persönlichen Nachrichten auf Facebook und so weiter geben. Jetzt zunächst mal die Ziele. Welche Ziele soll der Trainingsplan haben, ja? Ich muss wissen, will ich abnehmen, will ich definieren, will ich Muskulatur aufbauen, will ich nur stärker werden, ja? Das sind alles die Dinge, die wir uns überlegen müssen, ja? Und sobald wir jetzt wissen, okay, will ich stärker werden, da wissen wir, okay, wir müssen eher ein Training mit weniger Volumen und so machen. Hier kommt jetzt quasi bei den Zielen die Volumenfrage mit ins Spiel, ja? Und hier sieht es so aus, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wenn ich stärker werden will, ja, dann ist es eigentlich mein einziges Ziel, dann werde ich stärker werden und der Muskelaufbau steht an zweiter Stelle. Das heißt, ich werde keine Reduktionssätze machen, ja, ich werde keine Supersätze machen, ich werde mich an die Grundübungen halten und ich werde von den Grundübungen ein Schema machen, wie beispielsweise Wendler 531. Ich werde ein 5x5 Training machen und ich werde mein Volumen relativ gering halten und auch meine Trainingsfrequenz relativ gering halten und werde mir jedes Mal im Training meine Gewichte aufschreiben und schauen, dass ich diese Gewichte toppen kann. Und ihr wisst, beispielsweise bei einem Training für Stärke, ihr habt dann Übertraining, wenn ihr nicht jede Woche oder alle zwei Wochen euer Gewicht ein bisschen erhöhen könnt oder mehr Wiederholungen schafft oder wenn ihr beispielsweise so lange Muskelkater habt, dass das nächste Training quasi schon kommt und ihr habt immer noch Muskelkater, ja, dann wisst ihr, das ist Übertraining. Also Übertraining ist dann, wenn ihr einfach euer Muskelkater und eurem Training in Konflikt kommt oder wenn ihr nicht stärker werdet, ja. So viel dazu. Dann müsst ihr wissen, wie viel Zeit ihr habt, ja. Ihr könnt nicht sagen, ich will ein Muskelaufbautraining machen mit einem 5er-Split, 5 Tage die Woche und habt aber nur 3 Tage Zeit beispielsweise, ja. Ihr müsst also schauen, wie viel Zeit habt ihr und dann könnt ihr euch entscheiden, okay, was für einen Split wollt ihr machen. Ich empfehle auch, beispielsweise, wenn man als Ziel hat, Kraft aufzubauen, eher geringeres Volumen und auch einen Split, wo man beispielsweise nur einen 3er-Split hat oder einen 2er-Split sogar nur, ja. Einmal Unterkörper, einmal Oberkörper. Beispielsweise beim Oberkörper nur Bankdrücken und Military Press, ja. Beim Unterkörper nur Kniebeugen und Kreuzheben. Oder man kann dann einen 3er- oder einen 4er-Split draus machen, da kann man verschiedene Dinge machen, aber auf jeden Fall geringeres Volumen. Dann, wenn man Muskelmasse aufbauen will, ein bisschen höheres Volumen, ja. Dann kann man auch Intensitätstechniken reinnehmen und so weiter. Dann, ihr müsst wissen, was ihr für eine Ausgangsposition habt, ja. Das heißt also, wie sieht mein Körper aus, wie ist mein Körperfettprozent, wie muskulös bin ich schon, bin ich ein Anfänger, bin ich fortgeschritten und so weiter, ja. Das sind alles Punkte, wenn ihr mir sagt, okay Karl, weißt du was, wir wollen alles haben, ja. Wir wollen, dass du hier richtig arbeiten musst, wir wollen, dass du einen Trainingsplan für Anfänger machst, Trainingsplan für Mesomorphs, für Ectomorphs, für Endomorphs, für Hardgainer, für Softgainer, dann müsst ihr mir das drunter schreiben und dann will ich aber da die Kommentare sehen, weil ich mache nicht 50 extra Trainingspläne, ja. Ich sage euch jetzt, wie man die aufbaut. Wenn ihr wirklich mehr speziellere braucht, ich gebe euch den Vorschlag, schaut euch erstmal die an, die ich schon habe. Und dann werden jetzt natürlich nach und nach immer mehr kommen und immer auch speziellere, dass ihr euch selber wiederfindet, welcher Typ ihr seid, ja, und dass ihr dann den Trainingsplan auch wählen könnt. Es werden kommen Trainingsplan für Ectomorph, für Mesomorph, für Endomorph und so weiter. Ja. Aber jetzt erstmal, wie ihr momentan aus eurer jetzigen Position euch was zusammenbauen könnt. Und dann kommen wir natürlich noch zur Übungsauswahl. Bei der Übungsauswahl ist ganz wichtig, okay, wenn ich mir beispielsweise sage, ich mache jetzt ein Schultertraining, ja, dann muss ich wissen, okay, meine Schulter, wie sieht die aus? Beispielsweise bei mir ist die vordere Schulter extrem stark, ja, das kann man jetzt hier, warte mal kurz, von der Seite kann man das sehen. Ja, seht ihr, die hintere Schulter ist ein bisschen weiter unten, ja, das heißt also, ich werde beispielsweise
kein Schulterdrücken oder kein Frontheben für die vordere Schulter machen. Ja? Ich werde den Muskel so trainieren, wie es braucht. Ja? Das heißt also, ich werde zuerst die hintere Schulter trainieren, dann werde ich die mittlere Schulter trainieren und dann war es das auch schon. Ja? Und beispielsweise bei der Brust, okay, wenn ich weiß, die Brust ist zwar am Start, aber die vordere Schulter und der Trizeps, die sind stark, dann mache ich eben eher Isolationsübungen, ja, oder mache eine Vorermüdung für die Brust und mache dann erst meine pressenden Übungen. Wenn ich dann die pressenden Übungen sonst zuerst mache, ja, dann habe ich das Problem, dass einfach die andere Muskulatur, die eigentlich nicht so stimuliert werden soll, sprich Schulter und Trizeps, zu viel Arbeit übernimmt, ja. Dann auch von den Winkeln, ja, ob ich jetzt am Anfang Schrägbank oder Flachbank mache, hängt davon ab, habe ich schon eine gute obere Brust, dann mache ich eher Negativbankdrücken, Dips oder Flachbankdrücken. Habe ich aber eine schwache obere Brust, dann mache ich eher Schrägbankübungen beispielsweise. Ja? Dann beim Rücken ist es genau gleich. Wenn ich einen breiten Rücken habe, der aber nicht tief ist, dann mache ich eher Übungen für Rückentiefe, sprich T-Hantel rudern, Kreuzheben, enges Rudern. Wenn ich einen breiten Rücken habe, aber ich will mehr Rückenbreite, dann mache ich eher Übungen wie Latziehen, Klimmzug, Überzüge, Übungen für den äußeren Lat, ja. Dann beispielsweise bei den Beinen, ja, da muss ich auch wissen, trainiere ich zuerst den Beinbizeps oder den Quadrizeps? Trainiere ich eher Übungen für den inneren Quadrizeps oder den äußeren Quadrizeps, ja. Und dann auch bei den Armen, trainiere ich zuerst den Bizeps, ist mein Bizeps stärker als mein Trizeps oder trainiere ich den Trizeps zuerst, ja. Immer der Muskel, der mehr Energie hat, wird zuerst trainiert, okay. Das ist ganz wichtig, das waren jetzt die Punkte, die ich hier habe, für Trainingsplan erstellen. Also nochmal zuerst wissen, was für Ziele ich habe, was will ich machen, dann kann ich das Volumen besser einschätzen. Dann komme ich auf meinen Trainingssplit, dann muss ich wissen, wie viel Zeit ich überhaupt habe, was für eine Ausgangsposition ich habe und welche Übungen ich auswähle. Ja? Und wenn ihr jetzt wirklich Schwierigkeiten habt, jetzt diesen Trainingsplan zu erstellen, dann schaut euch erstmal meine alten Trainingspläne an und verwendet die und baut die von den Übungen her um, nach dem Prinzip, das ich jetzt am Schluss genannt habe. Oder ansonsten, wenn jetzt wirklich der Bedarf besteht, für jeden und jeden da noch einen einzelnen Trainingsplan zu machen, Leute, dann werde ich in den sauren Apfel beißen und werde wirklich für alle und für jeden Körpertyp und so weiter noch einen Trainingsplan machen. Dann will ich aber, dass hier alle Daumen nach oben gehen und dann will ich, dass das Video geteilt wird und geliked wird. Dann will ich hier, dass das Video wirklich rumgeht, dass ich weiß, was Sache ist. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht euch fit. Jetzt werde ich ein paar E-Mails beantworten. Ciao! In die Woche. Was ich dich noch fragen wollte, kennst du den Tee Matcha? Also ich gehe davon aus, dass er Mate meint, da gibt es verschiedene Namen. Er soll anscheinend wie ein Booster für den Körper wirken und den Stoffwechsel antreiben. Vielleicht hast du schon mal gehört davon. Vielleicht auch ausprobiert. Apfelessig soll beim Abnehmen verhindern, dass man Muskelmasse abbaut. Also das mit dem Apfelessig, das tun wir jetzt mal beiseite, das ist ein bisschen Quatsch, ja. Allgemein Essig, säurehaltig, ist für unseren Körper nicht das optimale Nahrungsmittel.